Wie ihr nicht mehr erkennen könnt, sind wir für diese Episode von RWLF TV um Start Josy Bartel. An zwei Wochen ist es soweit, da schlägt das Herz von allen Fußballfans rund um die ganze Welt mir heisch. Die Weltmeisterschaft in Russland steht im Programm. Natürlich muss ich für so ein WM präpariert gehen und dafür sind wir auch dabei. Nicht die großen Länder wie Frankreich, Deutschland oder auch Brasilien sind aber auch sogenannte Underdogs dabei. An einem von diesen Underdogs ist heute bei uns zu Besuch am Mostisch und unser Rote Leben. Das ist egal. Und was soll ich sagen? Spieler schwarze für sich. Wenn ihr in den Senegal zu Besuch wird, kann ich sicher sein, dass nicht nur guter Fußball gespielt wird, sondern auch, dass eine gute Stimmung garantiert ist. Auch der Nationaltrainer de Luc Holz hat sich auf das Party gefreut. Ja, wir gehen uns auch wie mal ein Match präparieren. Ne? Wir sind tatsächlich zusammen, wir haben taktisch ganz viel und noch ganz gut geschafft. Wir hatten das ja besonders, dass er wert, was die Organisation von den Senegalesen nur blank. Was aber deutlich bleibt, das sind alle gute, fantastische Fußballspieler. Das werden auch gesehen, die sind alle gut, immens explosiv, sie sind schnell, mit dann die Ball. Dafür und uns, dass die Massage in die Jungen gehen und hin, so ein Mann wie mich Raum zu geben, für sie das können zu entfalten, ne? Die Vitas. Der Präsident von der RWLF, de Paul Philippe, war hoffrisch, die senegalesische Formation auf Besuch gehabt zu haben. Ja, ich meine, für dich sind wir froh, dass wir so aufgeregt haben. Dass der Chor war für uns hier im Stage in Frankreich, wir sind dann mit Stadt vorbereitet, dass wir bereit waren, den Präparationsmatch haben, spielen zu kommen. Dann, von daher meine ich, dass wir für dich denken, dass wir können gehen spielen. Wir wissen aber auch, wie gefährlich ist das, dass man gegen eine Equipe spielt, die etwas vorbereitet. So ein fantastisches Rendezvous vorbereitet wie die Weltmeisterschaft. Aber ja, ist das natürlich bei verschiedenen Spielern während der Saison. Das ist ein bisschen das Risiko, das ich muss sagen. Ich meine, wenn man die Chance hat, gegen so eine Equipe zu spielen, muss ich das mal für dich machen. Und dann 20 Millionen Euro etwas vorzubereiten, das ist noch am ehesten der Nations Cup. Der Kapitän von der Rote Leven, Mario Mutsch, hat die guten Leistungen aus den letzten Matchen unterstrichen, aber trotz alledem weiß er, dass er am Vierfeld zum Nations Cup noch weiterhin muss schaffen. Heute können wir vieles Positives mitholen. Wir schaffen all das drunter oder alles das drunter, immer einen Schritt nach vorne zu machen. Und, heute, wir wissen, gegen afrikanische Mannschaften, die sind ja, wiff, sie sind aggressiv, sie haben den Körper, der setzen sie immer gut an. Ich meine, für eins oder den guten Test, und zwei oder drei Minuten geht richtig los. Und mit den zwei Matches, ich meine, mit Georgien noch um einen guten Test. Und ich hoffe, dass wir das noch bestätigen können, was wir am Haut zum Deal gewiesen haben. Und vielleicht noch den oder anderen besser machen. Aber sehr viele positive Sachen dabei. Und ich meine, 0-0 gehen, die Equipe zu spielen, die Lob der Weltmeisterschaft geht, das ist nicht so schlecht. Und darauf kann man abbauen. Und wie gesagt, es wäre flott, wenn wir das noch bestätigen könnten. Ein exzellentes Resultat, 0-0, haben als Rot-Leven gegen die Leven aus Teranga herausgeschlagen. Gegen eine Equipe, die immerhin, mehr so nicht einkehr, an zwei Wochen bei der WM dabei ist. Ein gutes Resultat, wie gesagt, darüber kann sich abbauen lassen. Es kann Ihnen also ganz gespannt sein, was als Lützeburger Nationalequipe um Nations Cup alles so wert fertig bringen. Es ist so ein Schmerz, dass ihr mit dabei wart. Bis die nächste Kehr.